Jetzt. Herzlich willkommen zur Ausstellungseröffnung Schlosspark Köthen, Lebensraum und Gartentraum. Wir haben gemeinsam mit allen Museen hier im Schloss Köthen eine Ausstellung erarbeitet, erzählen viele Geschichten und danken erstmal, dass diese Ausstellung möglich wurde durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld, durch die Stadt Köthen und durch die Köbeck. Und ich gebe jetzt weiter an Christoph Erdmann, der neben mir steht und als Teamleiter Museen die Ausstellung federführend tatsächlich bearbeitet und ausgearbeitet hat. Genau. Also Lebensraum und Gartentraum, das stand für uns auch im Mittelpunkt dieser ganzen Ausstellung. Wir wollten also aus verschiedenen Perspektiven den Schlosspark beleuchten. Das heißt, sowohl von dem Historischen Museum, von der Prähistorischen Sammlung, als auch vom Naumann-Museum, die Blickwinkel mit in die Ausstellung einbringen. Und das ist auch ganz gut gelungen, denke ich. Das heißt, wir geben einen geschichtlichen Abriss darüber, wie der Schlosspark sich überhaupt im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat. Wir geben Einblick darin, welche Tiere und Pflanzen wir hier im Schlosspark finden und natürlich auch die naturräumliche Umgebung und welche archäologischen Artefakte wir hier im Schlosspark finden, wird zu sehen sein. Bevor wir jetzt länger mit der Vorrede aufhalten, würde ich sagen, gehen wir einfach mal in die Ausstellung. So machen wir es. Der Anteil der prähistorischen Sammlung an dieser Ausstellung umfasst im Prinzip drei Kapitel. Wir fangen mit dem Eiszeitalter an. Das Eiszeitalter hat die Grundlagen für Landwirtschaft und Gartenbau geschaffen, in dem die Ablagerungen der Eiszeit hier verblieben sind, aus denen sich dann die Schwarzerde entwickelt hat. Weiter gehen wir im Prinzip dann auf die Kenntnisse, die wir über Gärten aus mittelalterlichen, frühmittelalterlichen Zeiten haben, und das ist eigentlich so gut wie keine. Weil aus römisch besetzten Gebieten gibt es viele Nachrichten über Gartenbau, nur hier im slawischen Gebiet gibt es keine schriftlichen Überlieferungen, sodass wir im Prinzip uns auch ein wenig mit Vergleichen langhangeln müssen. Was bekannt ist für diese Anlage, dass es wahrscheinlich eine slawische Fluchtburg war, wo wir heute stehen im Schlossgelände. Und die Burg ist erst 1396 erwähnt worden. Und da bei der ersten Erwähnung handelt es sich in der Regel um Rechtsgeschäfte, also auch keine Nachrichten über Gärten und dergleichen. Wir können im Prinzip annehmen, dass es Gärten zur Eigenversorgung gegeben hat, aber wir wissen halt eben nicht genau wo und in welchem Umfang. Ja, das Schlosspark Köthen hat ja eine sehr wechselvolle Geschichte hinter sich. Und der Part des Naumann-Museums war im Endeffekt die Tierwelt oder Pflanzenwelt heute darzustellen. Also heute als Landschaftspark, wie er sich uns präsentiert, seit etwa 200 Jahren. Und ein großes Augenmerk haben wir natürlich auf die Vogelwelt gelegt, weil angelehnt an Johann Friedrich Naumann
wollen wir den Vogelbestand des Parks mehr oder weniger darstellen. Also alle Vogelarten hier an diese Wand zu bringen, die man hinter mir sieht, ist quasi unmöglich. Das müsste man also nochmal 10 oder 20 Arten dazu setzen. Die Vogelwelt, sehen Sie ja selber oder werden Sie in der Ausstellung sehen, ist sehr vielgestaltig. Das liegt einerseits an der Brückenfunktion, die der Schlosspark hat zu den großen Parks, die wir in Köthen haben, also Fersenriehe und Ziedebusch, wo ja der Schlosspark im Prinzip genau in der Mitte liegt, und an der Vielgestaltigkeit der Lebensräume. Also ein relativ alter Baumbestand, Strauchschicht, eine Rasenflächen und Wasserflächen und nicht zu vergessen auch die Gebäude, die ja auch Lebensraum und Brutplatz bieten für Vogelarten, für Insektenarten. Und somit also diese Vielgestaltigkeit der Lebensräume auch eine Vielgestaltigkeit der Tiere und Pflanzen bedingt. Ja, so eine Ausstellungsvorbereitung ist sehr vielgestaltig. Von wirklich Zusammenarbeit mit dem Studio Neue Museen angefangen, wo dann eben die Gestaltung selbst fertiggestellt wird, bis hin zu Fotografieanfertigung, aber natürlich eben auch, und das war der spannendste Part, die Recherche, die reine Recherche in alten Plänen und Unterlagen. Und die enthüllt wirklich für den Schlosspark viele Fragen, aber wir konnten eben auch vieles für uns klären, dass wir eben hier wirklich im Laufe der Zeit drei unterschiedliche Parks hatten, wenn man mal anfängt mit dem Neubau des Schlosses 1597. Dass wir eben hier an dieser Stelle ursprünglich eine Obstbau-Orangerie hatten im Renaissance-Park. Ein ganz prächtiger Park, gestaltet vom Fürsten Ludwig höchstpersönlich. Ab 1605 ist der hier entstanden. Dann 100 Jahre drauf oder etwas mehr als 100 Jahre gab es einen Barockpark mit hunderten Kübelpflanzen. Da war dann hier an dieser Stelle, wo ich gerade stehe, noch 5 Meter hin vielleicht, war dann das Orangeriegebäude 1728 gebaut. Ein unglaublich prächtiger Bau, wo dann auch die Gäste der Ausstellung staunen werden, wenn sie die Entwurfszeichnung da zu sehen werden. Dort waren dann auch hinter mir noch weitere Orangeriegebäude, die berühmten Büsangtürme zum Beispiel. Also es gab unglaublich viel zu entdecken in der Ausstellungsvorbereitung, bis hin dann zum Landschaftspark, der dann ab 1800 sich hier entfaltete und der dann natürlich mit einem Theater zum Beispiel, aber eben auch vielen anderen ganz normalen Einrichtungen viel zu bieten hatte. Und wir strahlen natürlich auch in die Neuzeit, wo hinter mir nicht kein Spielplatz war, sondern erstmal eine Turnhalle zum Beispiel viele Jahre. Mama, Papa, was ist das? Diese Neugierde der Kinder macht das eigentlich auch aus und das bezieht sich natürlich wahrscheinlich auch auf das Gesehene bei uns im Schloss Köthen. Gut ist, wenn wir bei Führungen nie auf eine Antwort verlegen sind der Kinder und es ist wahrscheinlich sogar noch besser, wenn wir es schaffen, auf einfache Art und Weise das Gesehene zu erklären. Aus diesem Grund haben wir jetzt für die neue Ausstellung im Schloss Köthen, Gartenträume, ein Quiz entwickelt, welches das Gesehene nochmal hinterfragt. Das Quiz, Frau Ludmila Schiemann hat dazu ganz, ganz tolle Zeichnungen gemalt, die in dem Quiz mit
die das Quiz eigentlich richtig schön bunt machen und interessant. Das Quiz ist hinterlegt in den Ausstellungsräumen und für jedes Kind auch zugänglich. Es bezieht sich aber nicht nur auf die Räumlichkeiten des Schlosses, die Fragen, die in dem Quiz sind, auf die Ausstellungsräume des Schlosses, sondern die Ausstellung heißt Gartenträume und unabdingbar gehört der Schlossgarten, die ganze Anlage damit dazu. Und es gibt auch einige Fragen in dem Quiz, die sich auf den Schlossgarten beziehen. Ihr müsst sozusagen mit euren Eltern und Großeltern nicht nur die Ausstellung, sondern auch noch die Außenanlage des Schlosses erkunden. Und dann drücken wir euch als Familie ganz, ganz fest die Daumen, dass alle Fragen in dem Quiz beantwortet werden können. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Erkunden außen und innen. Ja, natürlich haben wir auch bei dieser Sonderausstellung wieder mit einigen Leihgebern zusammengearbeitet. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei der Tierpräparation Dirk Kuttler aus Magdeburg, beim Hof Heinrich aus Leipzig und beim Landesarchiv Sachsen-Anhalt. Gerade das Landesarchiv hat uns wieder einige sehr wertvolle Ausstellungsstücke zur Verfügung gestellt. Ein gutes Beispiel dafür ist hier das Testament von Fürst Ludwig aus dem Jahr 1650. Fürst Ludwig war ja ein großer Gartenfreund, das hat er ja von seinen Italienreisen mitgebracht, gerade die Renaissanceanlagen in Italien nachhaltig geprägt. Und deswegen hat er auch in seinem Testament noch festgelegt, wie die Gartenbereiche hier zu pflegen sind und überhaupt, wie der ganze Schlosspark anzulegen ist.